Der Borkenkäfer Elvira. Als der Borkenkäfer Fred eines Tages nach Hause kam, war seine Frau nicht da. Verwundert schaute er sich überall um. Normalerweise bereitete sie um diese Uhrzeit immer das Mittagessen. Auf einmal hörte er ein Schmatzen. Es kam aus dem Gebüsch. Leise trat er näher. Ihm war ein wenig ängstlich zumute. Dann schob er vorsichtig ein großes Blatt beiseite und schaute, wer oder was sich dahinter befand. Oh, rief er ebenso überrascht wie freudig. Elvira, da bist du ja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was tust du denn hier? Seine Frau war über und über mit Blaubeersaft befleckt. Ach, Fred, ich habe diese Brombeeren probiert und konnte dann nicht mehr aufhören zu essen. Beschämt schaute sie zu Boden. Fred lachte kurz auf und reichte ihr die Hand. Komm, ich helfe dir aus dem Gebüsch. Dann überlegte er einen Moment. Er hatte da so eine Vermutung. Suchst du denn immer noch nach einer anderen Nahrung als die Rinde der Bäume? Fragte er. Ist dein schlechtes Gewissen so groß? Wir Borkenkäfer benötigen nun mal die Rinde zum Leben. Nein, nein, erwiderte Elvira und zappelte vor Aufregung. Wenn wir nur die Hälfte der Rinde essen würden, könnten sich die Bäume erholen. Die Blaubeeren sind köstlich. Bestimmt können wir die anderen Borkenkäfer dazu bewegen, ihren Speiseplan umzustellen. Sie schluckte schwer und sah ihn mit großen Augen an. Was meinst du? Fügte sie hinzu. Fred hatte die größten Befürchtungen. Um das durchzusetzen, mussten sie mit dem Ältestenrat verhandeln. Und das war kein Zuckerschlecken. Bevor er etwas sagen konnte, erklärte Elvira, einige Blaubeeren habe ich übrigens Viola, der Frau des obersten Ratsmitgliedes, nach Hause gebracht. Die Begeisterung bei den Herrschaften war überaus groß. Violas Mann hat Probleme mit einem Backenzahn. Da ist die weiche Blaubeerkost genau das Richtige. Am nächsten Tag bekam sie Besuch von Viola und ihrem Mann. Der Ratsherr dankte Elvira und versprach, allen Borkenkäfern die Blaubeeren als neue Kost nahezulegen. Und so kam es, dass alle Bäume in Plettenberg sich wieder erholten. Seitdem feiern die Bäume zusammen mit den Borkenkäfern im Sommer immer ein großes Fest. Alle Tiere des Waldes sind dazu eingeladen und es wird aufgespielt zum Tanz. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Advent. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet.